Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von King's Quest. So, unsere Erinnerung hat sich hier mal wieder geändert. Aus irgendwelchen Gründen ist hier die Öffnung offen und irgend so ein Kobold-Gebilde hat sich hier etabliert. Oben liegt ein Schlüssel. Wir wissen leider noch nicht so genau, wie wir da dran kommen, weil er sein Obstpflücker-Kack-Ding ja wegwerfen musste. Und wir schauen es uns nochmal an. Der Schlüssel war zu hoch, um heranzukommen. Aber irgendwie muss man doch in das Gebäude auch reinkommen, oder? Scheinbar nicht. Okay, ganz eigenartige Sache, Leute. Ganz, ganz eigenartige Sache. Ganz eigenartige Sache. Also diese Kobold-Gebilde, die waren auf jeden Fall ursprünglich nicht, als wir hier das erste Mal lang gegangen sind. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt im Moment auch gerade nicht, wie wir an den Schlüssel drankommen sollen. Weil tut mir leid, wach, Moment, das stimmt nicht. Von unseren Sachen kommt dann nichts dran. Und da rein können wir ebenfalls nicht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erst irgendwas finden, bevor wir hier auch nur den Hauch eine Chance haben, hier reinzukommen. Vermute ich. Ich denke, das wird sich noch herausstellen. Das ist nur ein weiterer Zweig, den wir irgendwann mal gehen können. Aber jetzt noch nicht. So, hier haben wir auf jeden Fall die Schaufel ja gefunden. Wenn ihr euch noch an den letzten Part erinnert. Die war ja hier irgendwo war die hier. Ja, genau, hier so war sie. So. Sonst gibt's hier nichts, oder? Nope. Hier gibt's nichts. Schauen wir mal, ob sich unsere Erinnerung hier auch geändert hat. Hier konnte man früher, glaube ich, runtergucken. Ne, hier hat sich auch nichts geändert. In den Felsen im Osten. Nope. Hier hat sich nichts geändert. Alles beim Gleichen. Gut, dann schauen wir mal runter. Denn ich will noch mal ganz kurz zu dem Loch. Ich glaube, das war gleich hier, oder? War das nicht hier? Ich glaube schon. Ha! Hab ich's mir doch gedacht. Grimassen schneiden hilft immer. Und ein Messer. Interessant. Und die Schaufel lassen wir natürlich wieder zurück. Gut. Jetzt haben wir doch schon einige Hinweise. Aber was können wir wohl mit dem Messer machen? Ein kleines Messer. Naja, es gibt ja noch genug Welt, die wir noch nicht erkundet haben. Schauen wir mal weiter. Einmal in die Richtung. Was? World Greatest Floating Island. And only. Was haben wir hier? Ha! Moment. Okay, also hier sind auf jeden Fall die Dinge zu platzieren. Stellt sich nur die Frage. Wie die platziert werden. Mann, jetzt habe ich hier so eine riesige Fliege, die mir auf den Sack geht. Verpiss dich, Fliege.
Ah, okay, die kann ich direkt. Cool. Wahrscheinlich muss ich sie tatsächlich in irgendeiner gewissen Reihenfolge da draufsetzen, oder? Boah, Fliege, ernsthaft. War da jedes Mal das gleiche drauf auf den Scheiben? So. Ich glaube, die kann ich auch nicht mehr runternehmen, oder? Nee, die sind da jetzt fixiert. Cool. Moment, das stimmt nicht. Wir haben jetzt hier ein Rätsel. Okay, okay, okay. Ich vermute mal, das ist für die unterste Scheibe. Das ist für die mittlere. Und das für die obere, oder? Sehe ich das richtig? So. Jetzt haben wir hier oben noch ein bisschen Überlagerung. Nein, das hat mir eigentlich gefallen. Ich glaube, die hier war oben, oder? Ja. Wenn ich nur wüsste, was da irgendwann mal stehen soll. Ja, die gefällt mir eigentlich schon ganz gut. So. So, haben wir die auf einmal schon mal überlagert. LOT. Was heißt hier LOT? Wie kommt ihr jetzt auf die Buchstaben? I. RP würde ich sagen. Er zeigt hier aufs P, hier wird aufs I. Also ich kenne, also das Einzige, was ich kennen würde, wäre RIP. Und das wäre irgendwie makaber. Aber wir probieren es. Aber das wird tatsächlich irgendwie makaber. Okay, es ist tatsächlich RIP. Krasse Scheiße, wieder ein Rätsel gelöst. Cool. RIP, rest in peace. Ja, wieso nicht? Somit haben wir jetzt dann schon mal den dritten, den ersten. Und wo die anderen zwei sind, wissen wir zumindest. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich die Rätsel lösen kann. Die Hobbelpotz und ich ließen die schwebende Insel mit einem Spruch aus Hagatas Buch wirklich schweben. Ja, das ist eine feine Sache, dass wir das getan haben. So, komme ich da irgendwie hin? Nö, da kommen wir nicht hin. Gut, dann haben wir ja jetzt im Prinzip. Ich bin mir sicher, hier müssen wir noch irgendwas machen. Aber mit Sicherheit nicht jetzt. Das heißt, wir haben jetzt noch das Rätsel, um den Schlüssel, der zu hoch ist, und um den Schlüssel im Rätsel, in dem Turnierraum, wo ich auch nicht dran gekommen bin.
Das könnte interessant werden. Im Inventory habe ich jetzt auch nichts mehr, oder? Ich habe jetzt noch das Messer. Grimassen schneiden hilft. So, dann will ich nochmal in die Stadt rein luren. Das haben wir jetzt das letzte Mal nämlich irgendwie komplett sein lassen. Mann, schaut's hier scheiße aus. Alles abgebrannt und abgefuckt. Ne, uns lässt aber definitiv immer noch keiner rein. Nö, 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 nö. Das heißt, wir können jetzt zwar noch in die Bäckerei, wenn ich das richtig sehe. Aber das war's dann eh schon. Weil da waren wir ja schon drin und da gibt's jetzt nichts, was... Es roch noch nach Backen. Nichts, was uns irgendwie helfen könnte. Und nichts mehr, was wir looten könnten. Nope. Ich würde sagen, hier sind wir einfach durch. Dann schauen wir mal hinten zu der verschlossenen. Ah, wir schauen mal ganz kurz. Hier, vielleicht können wir... Oh, diese Fliege, Leute, ich sag's euch. Die geht mir auf den Keks. Ne, hier können wir leider nichts mitnehmen. Keine Waffen mitnehmen. Dann schauen wir mal hinten zu der verschlossenen Tür nochmal. Ah, okay, okay. Ich hatte die Sicherheitsvorkehrungen am Hintertor verbessert, damit kein Wechselwolf hereinkam. Das Schloss war aus seltenem Chrom aus den Höhlen von Serenia. Und man brauchte mehrere Schlüssel. Ich wusste natürlich nicht mehr, wo ich sie versteckt hatte. Ja, das wo wissen wir. Zwei davon haben wir ja auch schon. Da stellt sich nur noch die Frage, wie wir an die zwei drankommen. Das ist nämlich das wesentlich größere Problem. So, dann wieder raus aus der Stadt. Jetzt will ich nochmal ganz kurz in... Hier gibt es ja nichts, was wir looten können, oder? Nee. Abgefuckt und abgebrannt. So. Gehen wir nochmal zu unserer Statue und nehmen den Weg hier nach rechts unten. Das ganze Land ist für mich immer noch so ein kleines bisschen Labyrinth. Ah, okay. Hier kommen wir jetzt nicht mehr weiter. Nö, ich kann auch keinen Brückentroll rufen. Super. Super! Und hier lang? Wo kommen wir hierher? Da waren wir schon. Wo kommen wir hier hin? Da waren wir auch schon. Boah, wo ist die Fliegenklatsche? Dieses Drecksviech geht mir so auf den Keks. Ja, scheinbar müssen wir doch hier jetzt das Rätsel lösen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das Rätsel löst. Ich habe vermutet, dass man hier irgendwas erst einmal noch besorgen muss oder wie auch immer. Aber scheinbar nicht. Und wie wir zu den Fröschen gekommen sind, weiß ich gerade auch nicht mehr. Ach, ich glaube, hier waren wir bei den Fröschen, oder? Ich glaube, hier sind wir zu den Fröschen gekommen. Kann ich ihn aufschlitzen? Tut mir leid. Wach auf, du wach. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Kackfrosch kriegen kann. Ich befürchte, den brauchen wir für das Rätsel. Aber ich weiß es nicht. Huh.
Weil hier gibt es sonst nämlich auch nichts zu tun. Also den Frosch, den muss ich mir auf jeden Fall holen, sonst hätten die den nicht eingebaut. Aber ich weiß noch nicht so ganz wie. Weil hier gibt es auch nichts mehr zu holen, weil da hatten wir den Obstpflücker her. Und hier kommen wir einfach nur straight zur Stadt zurück. Genau. Bei meinen Schätzen, da hatten wir ja schon geguckt, da kann ich auch nichts mehr mitnehmen. Nope. Wo könnte ich Grimassen schneiden? Also das Rätsel haben wir ja gelöst. Komm, fall nochmal rein. Da war das ja mit den Grimassen schneiden. Genau. So. Ich meine, wir haben ja jetzt das Messer. Können wir mit dem Messer irgendwas anfangen? Es ist halt, dass die Wege dann halt auch immer so extrem lang sind. Gerade wenn man nicht genau weiß, wie man jetzt weitermachen muss, ist das halt schon ein bisschen, ja, störend. Weil gerade im Moment ist es wirklich nur raten. Weil ich habe gerade keine Idee. So. Ihr kommt auch nirgends hoch. Moment. Jetzt sind die ganzen Sachen hier wieder weg. Jetzt sind sie wieder alle weg. Na, das soll man verstehen, wer will. Und wenn wir jetzt da hinten hingehen und wieder zurückkommen, behaupte ich, ist es wieder da, oder? Aber ich komme halt auch nicht rüber. Ich kann mir gut vorstellen, dass da drüben was zu holen wäre. Aber. Nee. Hier gibt's nichts. Aber gut, der Weg hier ist auf jeden Fall der Indikator, dass ich das andere Ding hier wieder aktiviere. Dass die Trolle hier. Hoffe ich. Ja, das ist auf jeden Fall der Indikator. Tut mir leid. Wach auf. Moment. Wach auf. Das ist auf jeden Fall der Indikator. Mich wundert es halt, dass ich hier nirgends rein kann. Also wirklich in gar keine. Das ist schon sehr, sehr strange. Ja, hier gibt es auch keinen Alternativweg. Ist ja schön und gut, dass Grimassenschneiden immer hilft, aber ich habe gerade keine Ahnung, wie mir das weiterhelfen soll. Sehr, sehr strange alles. Ich meine, wir wissen, wo der Schlüssel ist, das ist ja das Tolle, aber wir wissen nicht, wie wir dann kommen. Das ist das weniger Tolle. Und da komme ich auch nirgends hoch. Sehr, sehr eigenartig. Ja, meine Freunde, macht aber nichts. Wir machen an der Stelle jetzt einen kleinen Cut. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.